The Curl, Lady Gaga hierbei. Bei uns dreht sich heute alles um die Krankheit Migräne. In der Früh bei Basti Hauk am Morgen haben wir schon von einer Botox-Behandlung als Heilmittel gehört. Energy-Hörerin Edith, die hat ja noch eine andere Methode entdeckt, die ihr geholfen hat. Edith, bei dir hat das Ganze ja auch eine krasse Vorgeschichte. Meine Migräne hat angefangen bei der ersten Schwangerschaft meiner Tochter 1980. Und von da an alle 2 bis 3 Tage. Also richtig heftig. Ich habe alles genommen an Medikamente, was ich kriegen konnte. Bis vorletztes Jahr Oktober, da ist die Migräne so ausgeufert, dass ich sie dann 8 Wochen rund um die Uhr hatte. Das war donnerstags und sonntags abends wurde die Migräne so schlimm, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, ich kann das nicht mehr ertragen. Leg mich ins Bett und dann kriege ich von jetzt auf gleich 2 Schlaganfälle hintereinander. Also richtig mit Krämpfe und das war ganz fürchterlich. Ja, dann bin ich ins Krankenhaus, intensiv. Dann hat der Rententräger meine Reha abgelehnt. Ja, und dann bin ich doch irgendwann dann im März in die Reha gekommen für 5 Wochen. Und danach habe ich dann erfahren, dass es einen Steve Pierce im Internet gibt, der ein Piercing gibt für Migräne. Und dann bin ich gleich auf eine Piercing-Party in Sindelfingen. Und von dem Tag an geht's mir super. Geht's mir richtig klasse. Ja, hattest du denn, nachdem du dann gepierst wurdest, jemals noch irgendwie einen Migräneanfall oder Probleme mit der Migräne? Nicht eine einzige Migräneattacke. Nicht mal ansatzweise eine Aura. Es war von dem Punkt an super, super klasse. Das freut mich. Klingt auch sehr interessant. Wir haben auch schon davon gehört. Und unsere Kollegin Anne, die leider auch an dieser Migräne leidet, war auch schon bei Steve und hat sich piercen lassen. Wie das genau ablief und was dabei rauskam, das hört ihr heute Nachmittag bei Energy mit Tamara. Gleich spiele ich euch Ed Sheeran. Hi, ich bin Anne aus dem Energy-Team und gerade auf dem Weg zu Steve Pierce. Der ist nämlich bekannt dafür, dass er ganz besondere Piercings macht, und zwar Ohrpiercings, die gegen Migräne helfen. Leider bin ich auch jemand, der davon betroffen ist. Deshalb fahren wir da jetzt mal hin und ich hoffe, dass er mir helfen kann und ich dann endlich keine Kopfschmerzen mehr habe. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich bin selber schon ganz gespannt. Bis gleich. Wir sind jetzt bei Steve Pierce in Böblingen angekommen. Erstmal vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Hallo, vielen Dank. Wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen, dich dem Thema Migräne bzw. so Piercings gegen Migräne zu widmen? Das Ganze beruht auf einer Entdeckung von Piercing-Studios in Amerika. Und verschiedene Berichte haben uns darauf aufmerksam gemacht. Wir waren nachher nur die Ersten, die es aufgegriffen haben und sich näher damit beschäftigt haben und dann auch eben eigene Studien dazu betrieben haben und experimentiert haben, sage ich mal. Bis dann eine gute Bekannte von uns gekommen ist, eben der Ferhat, das war so der Erste, der schon so lange Migräne hatte und gesagt haben, ihm ist egal, wir probieren. Und das war so unsere erste Person, bei der wir es getestet haben. Und siehe da, mit sehr gutem Erfolg. Ich selber hatte noch nie Migräne, habe aber zum Glück, muss man dazu sagen, hatte aber schon sehr, sehr viele Kunden natürlich, die live vor mir, ich habe alles schon erlebt hier, von Zusammenbrüchen über Spein direkt. Also von daher, es ist kein Geschenk. Wie kannst du dir denn diesen positiven Effekt dann durch ein Piercing erklären? Erklären kann man das eigentlich dadurch, dass es nichts anderes ist als TCM-basierend, also traditionelle chinesische Medizin. Man stimuliert einfach entsprechende Punkte. Das ist das sogenannte Dive-Piercing, das befindet sich im Ohr. Und durch Stimulation des Punktes wird irgendwas passieren. Was genau passiert, kann tatsächlich noch nicht mal die Schulmedizin erklären. Ich habe auch gedacht, TCM ist erklärbar. Tatsächlich ist aber so, dass selbst die Schulmedizin nicht genau weiß, was passiert eigentlich bei Akupunktur. Jetzt habe ich zum Beispiel schon allein in diesem Ohr 5 Ohrlöcher. Kann es sein, dass da schon alle Punkte irgendwie durchschossen sind? Was macht man denn da? Gibt es das auch? Ist das schon mal vorgekommen? Also die Ohrlöcher wären egal. Das wären Ohrläppchen. Wir befinden uns am sogenannten Dive-Piercing. Das ist am Knorpelbereich oberhalb des Tragus. Da hat im Regelfall noch keiner was gehabt. Sehr gut. Falls ich mich doch irgendwann mal entscheide, mein Piercing wieder rauszunehmen, gibt es da Narben? Kann man das sagen? Das ist ein Piercing. Wir begehen eine Verletzung und somit gibt es natürlich eine kleine Narbenbildung, die ist aber sehr gering. Die Erfahrung hat gezeigt, wir hatten einige Kunden, die mussten das Piercing wieder entfernen, aufgrund von zum Beispiel einer Operation. Was es uns gezeigt hat, dass das teilweise sofort wieder kam, die Migräne. Dann hoffe ich mal, dass es bei mir nicht der Fall sein wird. Ich würde sagen, wir fangen an. Ich lasse mich jetzt mal piercen. Vielen Dank. Gerne. Viel Spaß.
So, ich habe jetzt meine beiden Piercings von Steve bekommen. Also wenn ich sagen würde, es tut überhaupt nicht weh, würde ich lügen. Es hat schon weh getan, aber wie ihr seht, das Ganze ist 2 Minuten her, mir geht's gut. So schlimm ist es nicht. Ganz verrückt ist, das hat mir Steve auch erst danach erklärt, dass es wohl üblich ist, dass man danach wie so einen kleinen Rauschzustand bekommt. Also dieses Piercing löst tatsächlich direkt etwas aus. Den fühle ich auch, fühlt sich aber gut an. Also man merkt irgendwie direkt, dass man scheinbar nicht mehr gleich so verspannt ist. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht und vor allen Dingen, wie es die nächsten Tage und Wochen dann mit mir und meiner Migräne weitergeht. So, die erste Nacht mit den Piercings ist gut überstanden. Mit den Piercings zu schlafen war wirklich überhaupt gar kein Problem. Der erste positive Effekt, nämlich dass der Nacken sich so anfühlt wie massiert und da diese Verspannung weg ist, der ist zum Glück immer noch da, fühlt sich also toll an. Den Ohren geht es soweit gut, sieht man ja. Blutet auch nicht mehr. Das rechte Ohr ist ein ganz kleines bisschen dick, aber ich glaube, das ist nicht allzu schlimm. Und ja, ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht und hoffe natürlich, dass die Kopfschmerzen jetzt für immer ausbleiben. Ob das so wird, da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden.